Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneX2.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Experten-Tipps zum Wochenende. Ja, und an diesem Wochenende tolle Rennen, wirklich in der ganzen Welt, in Deutschland, in Frankreich, in England. Also Gruppe Rennen, wo das Auge hinsieht. Am Samstag gehen wir nach Paris-Vincennes, da wartet das Finale hier, das Finale des European Trotting auf uns. 400.000 Euro ist dieses Rennen dotiert und da ist kein geringer als das beste Trabpferd der Welt aktuell am Ablauf, und zwar Bold Eagle. Dann haben wir am Sonntag natürlich in Chantilly die Vorprüfung für den Lac de Triomphe. Und in Irland, da sind auch noch gute Rennen. Aber wir beschränken uns am Sonntag natürlich auf die Franzosen, denn da sind auch einige Deutsche involviert. Aber wir gehen erstmal zum Samstag, und zwar in das Finale European Trotting 2017, die Masters hier, 400.000 Euro. Das Rennen dotiert, 14 Pferde sind stehen geblieben, alle hier ohne Eisen, also hier geht es richtig los. Und wir haben mal ein tolles Feld hier zusammenbekommen. Bold Eagle ist natürlich hier der Favorit in diesem Rennen. Es geht über 2700 Meter, sein Partner ist natürlich wie immer Frankie Niva. Ja, nach seiner Schelte im Elite Loppet, den Vorlauf konnte er noch gewinnen in 1.084. Das ist seine Bestzeit, also das ist schon wirklich eine Hausmarke. Aber dann im Endlauf, da gewann dann Timo Koh ganz, ganz souverän. Er musste durch die dritte außen und da hatte er keine Chance. Dann kehrt er zurück auf das Plateau de Gravel und gewann dann zweimal ganz, ganz stark. Also, gutes Pferd hier natürlich, Bold Eagle, der wird schwer zu schlagen sein. Aber er hat diesmal einen Gegner und das ist Aubryon Duger hier aus dem Stall von Jean-Michel Bazir. Er ist Fahrer, Besitzer und Trainer von diesem Pferd und er hat 3 Siege en suite hier. Der Wallach, der nicht im Prix d'Amérique starten darf. Ja, und die Presse hat schon getitelt, das ist sein Amérique hier. Aubryon Duger, der 7-jährige, Bestzeit von 10,5, 1,1 Millionen Euro Gewinnsumme. Ja, und wir haben natürlich auch Pferde aus Skandinavien und Italien im Ablauf. Die Italiener sind auch stark vertreten mit Ringo Starr Trebbia. Da geht Gabriele Gelomini, der Italiener, drauf. Holger Ehlert hier, der deutsche Trainer hier. Ja, und auch das Pferd gewann sehr stark in Skandinavien, hat eine gute Leistung gezeigt. Und das wird sich zeigen hier, ob er über 2700 Meter kommt und den guten Franzosen gefährlich werden kann. Dann haben wir noch Volstead hier drin. Hier Dominique Loquenue mit dem Pferd von Stefan Melander gewann die Generalprobe ganz souverän. Ganz, ganz starkes Pferd, auch Bestzeit von 0,93. Twister B auch noch gefährlich, auch gut in Form. Oasis B kennt Vincennes in- und auswendig. Und On Track Piraten kehrt zurück, wo er ja früher seine Karriere eigentlich, wo es so richtig losging, das ehemalige Pferd von Robert Berg hier mit On Track Piraten. Jetzt ist der Trainer hier Stromberg. Ja, natürlich, der Zweikampf Bold Eagle gegen Aubryon Duger oder vielleicht ein Dritter. Aber für mich geht der Sieg nur über diesen beiden Pferde. Ja, die Quote auf Aubryon Duger, die wird es nie wieder auf dieses Pferd geben. Und für mich gewinnt Aubryon Duger hier. Denn dieses Pferd ist ein wirklicher Kämpfer. Der hat alle Rennverläufe weggesteckt hier, die er in der Vergangenheit hatte. Dritte Spur, Todesspur, Todesspur über 2,7. Die ganze Zeit immer wieder über die Gegner hinweggezogen. Ja, und Bazir wird ihn bestens präpariert hier an den Ablauf bringen. Und er wird Bold Eagle für mich in diesem Rennen schlagen. Sollte Bold Eagle gewinnen, dann ist natürlich hier, dann zeigt er, wer der Herr im Haus ist. Aber für mich, Aubryon Duger hier gewinnt das European Trotting Masters am Samstag in Paris-Vincennes. Und dann geht es weiter nach Chantilly hier. Wir gehen in das 6. Rennen in den Prix du Moulin. Über 1600 Meter über die Meile. Gruppe 1, 450.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. Ja, ein Favorit ist einer der Blauen hier mal wieder. Ripchester, William Boyk hier. Der hat das Pferd letztes Mal geritten in Goodwood. Das war auf Knietiefer waren. Da verlor er gegen Here Comes When. Das war ein ganz, ganz schwacher Ritt hier. Und der schwache Ritt hat ihn den Sieg gekostet. Zuvor gewann er aber in Ascot wie ein wahrer Crack. Und das war auch in Newbury so ganz, ganz überlegen. Und er ist das zu schlagende Pferd. Opposition kommt von den eigenen Farben. Ins Off Court hier. Überzeugte zuletzt wirklich alle. Verlor ganz knapp gegen Al Bouakir. Also er hätte fast noch das Gruppe 1 gewonnen in Deauville, hat sich am Start versäumt und kam dann richtig auf. Also jetzt wird er sich gefunden haben und wenn er aus der Box kommt, dann ist er brandgefährlich. Massad darf nicht unterschätzt werden, das Pferd von Owen Burrows, gewann nach langer Pause in England. Ja, und der war in vergangenen Tagen schon mal weit vor dem guten Ripchester und der hat sich jetzt rehabilitiert. In 2016 lief es gar nicht für ihn, eigentlich dreimal weg gewesen. Einmal noch ein zweiter gewesen. Aber das Pferd darf auch nicht unterschätzt werden. Lady Frankel gewann nach einem Meisterritt. Dieses Pferd wird auch hier ganz stark
zu beachten sein, aber als Stute natürlich hat sie es schwer gegen die Hengste. Ja, Ripchester ist natürlich das Maß aller Dinge, aber wenn Ince of Court aus der Box kommt, das ist ein gutes Pferd hier und der wird sich nochmal gesteigert haben, dann kann er für mich dieses Rennen gewinnen. Es gibt natürlich Festkurse auf dieses Rennen und die beiden im Stall sind natürlich eigentlich eine Bank. Da soll es eigentlich 11 geben am Toto, aber Festkurs können sie mal Ince of Court durchaus mitnehmen. Dann geht es weiter ins siebte Rennen in den Prix Foy. Über 2400 Meter, Gruppe 2, 130.000 Euro ist das Rennen notiert. Eine Vorprüfung für den Prix de Arc de Triomphe. Und hier haben wir ein ganz gutes Pferd drin. Das ist Satono Diamant. Diamond hier, die Arc-Hoffnung aus Japan. Den Trainer kennen wir ja schon. Ike, der hat mit Orfebvre schon hier einen Starter gehabt hier. Und durchaus erfolgreich, muss man sagen, in den letzten Jahren. Hat über 4 Millionen Preisgeld. Letztes Mal war dieses gute Pferd Dritter in Japan auf allen Distanzen zu Hause und wir sehen hier einen wahren Crack hier in Europa. Also das wird spannend zu sein, wie dieses Pferd sich in Frankreich schlagen wird. Jingis Secret, unsere deutsche Hoffnung. Adrie Frechs ist der Partner. Er hat jetzt zweimal gezeigt, dass mit ihm auf dieser Ebene durchaus zu rechnen ist. Alle werden ihm natürlich die Daumen drücken. Und sollte er dieses Rennen wirklich gewinnen, dann ist er ein ganz gefährlicher Außenseiter für den Arc. Denn wir haben einen ganz starken Favoriten, das ist natürlich Enable aus dem Stall hier von Gosten. Und das Pferd wird ganz, ganz stark gewettet werden und ist der klare Favorit aktuell im Prix Arc de Triomphe. Dann haben wir den nächsten Bomber hier drin von den Blauen, Close of Stars, André Fabre, der Trainer. 3 Starts in 17, 3-mal en suite gewonnen, ein Valeur von 53, blütenreine Weste dieses Jahr. Tolles Pferd, hat eigentlich nur einmal enttäuscht im Leben, das war im Epsom Derby, im englischen Derby. Das war letztes Jahr gegen Harsand. Silver Wave, kleines aber feines Feld, auch dieses Pferd ist zu beachten, 2-mal im Arc, aber enttäuscht. Aber in solchen Rennen ist er hier durchaus für den Sieg immer gut. Und wenn die Vorderen schwächeln, dann ist Silver Wave auf jeden Fall da. Ein starkes Rennen, muss man wirklich sagen. Tolle Pferde. Wir drücken natürlich Jingis Secret die Daumen, aber es wird unglaublich schwer gegen Japaner. Da haben die schon viel in der Presse gezeigt, was das Pferd kann. Aber ich gehe mit Closed of Stars, wenn dieses Pferd hat 3-mal gezeigt, was in ihm steckt. Und ja, letztes Mal haben sie ihn nicht in den Arc de Triomphe geschickt. Dieses Mal werden sie es. Closed of Stars hier ist mein Tipp gegen den Japaner und gegen Jingis Secret, dem ich natürlich alle Daumen drücke an diesem Sonntag in Chantilly. Ja, das war's hier schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem tollen Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!